Kräne sind die größten Stromverbraucher auf Baustellen. Damit ein Baukran schwere Lasten anheben kann, benötigt er große Anlaufströme. Da kann es schon einmal zu einem großen Stromunterbruch in der Nachbarschaft kommen. Umgekehrt erzeugt ein Kran aber auch Energie, und zwar beim Absenken von Lasten. Im Normalfall wird diese auf sogenannte Widerstandsbänke geleitet und verpufft dort ungenutzt. Mike Bachmann ist Inhaber der Bachmann AG Behringen. Unter dem Label Swiss Crane stellt das Familienunternehmen seit 1965 Baukräne her. Oft hat er sich Gedanken über den Energieverbrauch seiner Kräne gemacht. Eigentlich wäre es viel besser, wenn man die gewonnene Energie wiederverwerten könnte. Wir sind der einzige Kranhersteller in der Schweiz. Darum ist es für uns sehr wichtig, den Mitbewerber immer einen Innovationsschritt vorauszuziehen. Swiss Crane entschied sich deshalb für eine energieeffiziente Technologie von Siemens. Und dies funktioniert so. Beim Absenken von Lasten werden die Motoren des Krans mit Synamics S120-Umrichtern angesteuert. Bremst der Motor, wird generatorische Energie erzeugt. Diese wird dank den robusten Umrichtern zurück ins Baustellennetz eingespeist. So kann die Energie wieder genutzt werden. Das Gehirn des Krans ist die Simatic S7300-Steuerung, die via Profibus mit den Umrichtern kommuniziert. Ein grosses Plus dieser Technologie ist die Fernwartung. Wir können via Computer direkt auf den Kran zugreifen. So lösen wir Probleme in einer kurzen Zeit vom Büro aus, ohne dass wir auf die Baustelle fahren müssen. Die Widerstandsbänke werden mit der neuen Lösung nicht mehr benötigt. Dies spart einiges an Kosten ein. Die Lösung ist für die Umwelt eine gute Sache. Ein grosser Vorteil ist aber auch, dass die Technik für unsere Unternehmung keinerlei Mehrkosten verursacht. Die Kräne mit Energierückspeisung sind seit August 2012 im Einsatz und haben ihre Bewährungsprobe erfolgreich bestanden. Swiss Crane wird auch in Zukunft auf technische Lösungen von Siemens setzen und so zur Senkung des Energieverbrauchs in der Schweiz beitragen.